Hier ist die Hake, eure Tageszeitung für den Landkreis Nienburg. Mein Name ist Timo Schwirsch und dies sind die Themen für Mittwoch, den 4. Mai. Ein weiterer Schritt auf dem Weg zum Konzept für die neue Nienburger Oberschule mit gymnasialem Zweig ist geschafft. Die Planungsgruppe hat einen Flyer mit wichtigen Informationen für Eltern zusammengestellt, der in allen Grundschulen verteilt wird. Am 10. Mai findet ein Informationsabend für die Eltern statt. Der Vorstand des Nienburger Kulturwerks nennt jetzt doch Gründe für die Kündigung des langjährigen Geschäftsführers Dieter Mehring. Es geht um verschwundenes Geld und gelöschte Daten von den Kulturwerkscomputern. Der Vorstand macht Mehring dafür verantwortlich, betont aber, dass damit nicht gesagt werde, Mehring hätte die noch aufzuklärenden Taten selbst begangen. Mitarbeiter der RWE-Verteilnetztochter Westnetz haben jetzt für das Kreisfeuerwehrzeltlager des Landkreises Diepholz in Borstel einen Ausbau der Ortsnetzstation an der Schulstraße vorgenommen. Ein 400 kV Ampere Trafo stellt nun die Stromversorgung des Lagers sicher, das vom 25. Juni bis 3. Juli über die Bühne geht. Milchpreisverfall, stetig sinkende Fleisch- und Getreidepreise, die Landwirtschaft steckt tief in der Krise. Vielen Landwirten geht es inzwischen an die Existenz. Wie kann der Betrieb überleben? Zugleich wird die psychische Belastung für Landwirte immer größer. Burnout auch in der Landwirtschaft. Zwei Themen, die beim ersten Landwirtedialog der Volksbank Steierberg im Hotel Sieling in Liebenau erörtert wurden. Die Diepenauer Grundschule ist eine von vier Schulen im Nienburger Südkreis, die auch bei der nächsten Runde des Schulobstprogramms von EU und Land Niedersachsen dabei sein möchte. Die Hake erklärt, was es damit auf sich hat und wie der niedersächsische Landwirtschaftsminister Christian Meyer das Programm einschätzt, das besonders in Grundschulen greifen soll. Zum Sport. Der SC Maclohe grüßt in der kommenden Saison als Tischtennis-Oberligist. Heimlicher Vater des Erfolgs ist Kapitän Dennis Lau, den wir im Interview zur spannenden Saison befragt haben. Die englischen Wochen gehen weiter. Drei hiesige Fußballbezirksligisten sind am Mittwoch in Nachholspielen im Einsatz. Im einzigen Heimspiel strebt der Landesberger SV um Jovan und Sedan Haso einen Dreier an. Die reguläre Punktspielsaison im Tischtennis ist beendet. Zum Abschluss servieren wir in Zusammenarbeit mit unserer langjährigen freien Mitarbeiterin Christa Kernein die große Abschlussbilanz. Diese und viele weitere Themen lest ihr in der Hake vom Mittwoch oder unter www.diehake.de. Diese Nachrichten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur unter Quellenangabe Die Hake weiterverbreitet werden. Möge die Macht mit euch sein.